Hallo meine Freunde und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute heißt es mal wieder Spoilerwarnung. Es wird ein bisschen zu Spoilern kommen tatsächlich. Ich versuche es so minimal wie möglich zu halten, aber ihr müsst halt damit rechnen, was zum Beispiel die Comics angeht, werdet ihr durchaus gespoilert. Es wird wahrscheinlich keinen so einen großen Aufschluss darüber geben, wie es mit dem Plot in der Serie weitergeht. Dennoch werde ich euch jetzt hier einige relevante Informationen über Tech Knight liefern, die natürlich einen sehr, sehr großen Einfluss auf den Charakter per se haben, und des Weiteren sowieso wird er in die Storyline integriert, somit werden hier schon sehr interessante Informationen rauskommen. Was jetzt hier Tech Knight angeht, muss ich tatsächlich ehrlich gesagt ein bisschen aufpassen. Ihr kennt The Boys, ihr kennt das Schema, die Comics sind da noch etwas direkter und brutaler, deswegen muss ich bei einem YouTube-Video mich hier so ein bisschen auf das Wesentliche beschränken, weil Tech Knight ist wirklich einer der schlimmsten und krassesten Antagonisten ever. Und das Krasseste an The Boys überhaupt in der Serie jetzt ist ja, wir hatten bis dato noch gar keine Antagonisten. Alles, was wir hatten, waren eigentlich mehr oder weniger Protagonisten. Das Einzige, was man so ein bisschen in die Antagonistenschiene bringen könnte, wäre Stormfront. Ich meine, so Leute wie Homelander und Soldier Boy sind ja prinzipiell die Guten. Und wenn jetzt jemand auftaucht, der eigentlich sich direkt auch als Superschurke bezeichnet und der auch genauso auftritt, wird das halt nochmal 3 Stufen krasser. Und er wird auch nicht von irgendjemandem gespielt, er wird von Jeffrey Dean Morgan gespielt. Man muss aber auch klar sagen, Soldier Boy haben sie auch auf sehr viele Arten anders interpretiert und anders umgesetzt. War meiner Meinung nach absolut gerechtfertigt und hat für die Serie deutlich besser gepasst. Bei Tech Knight muss man gar nicht so viel ummodellieren und es passt trotzdem halt, dass er richtig gut in die Serie integriert werden könnte. Ja, er ist auf jeden Fall einer der Superschurken. Er hat damals zusammen mit unter anderem Stormfront, der hier von einer männlichen Adaption umgesetzt wurde in den Comics, und 2 anderen die Gruppe Payback gegründet. Payback kann man so ein bisschen vergleichen mit sowas wie Sinister Six, also mit jeder möglichen Variation von DC und Marvel Villains Groups, also im Prinzip halt Superschurken, die sich zusammengetan haben, und genau das ist Payback hier eigentlich auch. Wenn wir aber jetzt hier nur von Tech Knight sprechen, müssen wir von jemandem ausgehen, der persönlich gar kein Component Tree hat, der aber trotzdem irgendwie in diese Helden-Epos-Sache mit integriert worden ist. Ja, es ist wirklich so eine Art Mischung aus Iron Man und Batman. Dieser Typ hat eine eigene Höhle, er hat einen Sidekick namens Lentio, und das ist auch irgendwie eine sehr, sehr strange Beziehung zwischen den beiden. Aber wie bereits erwähnt, hat er halt wirklich so eine Art eigenen Batcave. Er hat halt wirklich eine Höhle, in der er auch an seiner Technologie arbeitet, wo er sich auch immer wieder zurückziehen kann. Und diese Technologie ist natürlich hier sehr stark inspiriert von Iron Man. Es sind tatsächlich Iron Man-mäßige Anzüge. Und Tech Knight ist gar nicht der erste dieser Reihe, sondern davor gab es tatsächlich 4 Vorgänger, die hatten aber den Beinamen Steel Knight und er wurde halt zum ersten Tech Knight. Im Prinzip war es halt eigentlich so ein exzentrischer Milliardär, der es geschafft hat, einen derartig mächtigen Anzug zu bauen. Es gibt aber noch so eine kleine Sache, die den Charakter noch mal heftiger macht, nämlich besitzt er einen Tumor. Klingt jetzt komisch, aber tatsächlich ist dieser Tumor mitverantwortlich dafür, dass er so eine extreme Affinität bekommen hat, was Technologie angeht. Ich meine, der hat einen Anzug gebaut, der sich wirklich mit diesen Subs messen kann. Also Tech Knight ist hier definitiv jemand, den man nicht unterschätzen darf und könnte auch mit einer der Stärksten dieses Universe werden, je nachdem wie ihn halt die Serie versucht aufzubauen und wie die Serie ihn interpretieren möchte. Es gibt aber Möglichkeiten, den hier wirklich sehr stark darzustellen. Wer weiß, es könnte ein Plot integriert werden, wo zum Beispiel Tech Knight mit seinem Anzug in die Position kommt, sich Compound V irgendwie anzueignen, und das würde ihn natürlich nochmal mächtiger machen. Das Problem ist, dieser Tumor hat auch gewisse Nebenwirkungen, sage ich jetzt mal. Es ist irgendwie so, dass er seine Hemmschwellen unterdrückt hat und so ein stärkeres Sexualempfinden in ihm ausgelöst hat, woraufhin er, naja, ich sag mal, so eine Loch-ist-Loch-Philosophie lebt. Er schläft halt einfach mit so wirklich allem. Es ist ihm eigentlich auch relativ egal, ob männlich, weiblich, ob es Objekte sind oder sonst irgendwas. Selbst Roboter oder egal was gerade vorhanden ist. Sagen wir einfach, er möchte jedes mögliche Loch füllen. Völlig egal, um was es sich dabei handelt. Das ist so eine kleine Nebenwirkung, die dieser Tumor mit sich bringt. Wie gesagt, wir reden hier von The Boys. Und ihr habt schon die Superhelden erlebt, ihr könnt euch vorstellen, die Superschurken sind nochmal 3 Stufen schlimmer als das, was wir erwarten konnten. Tatsächlich ebenfalls an Batman angelehnt hat Tech Knight hier auch einen eigenen Butler, und es gibt so eine Szenerie, wo der Butler ihn halt dann verlassen möchte und daraufhin entbricht so ein kleiner, ich will nicht sagen Streit, aber halt so eine kleine Streitigkeit, wo auch tatsächlich Tech Knights wahrer Name belegt wird, nämlich Robert Vernon. Und ja, Tech Knight trägt den Namen Robert Vernon.
Ist ein cooler Name, ist ganz interessant. Nur will ich noch dazu sagen, während dieser Streitigkeit oder auch im Nachhinein entsteht noch eine sehr weirde Situation, auf die ich nicht genauer eingehen kann. Auf jeden Fall stellt Tech Knight Dinge mit dem Ohr dieses Butlers an. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil er ja auch andere Löcher. Ich will, egal, lassen wir das auf jeden Fall. Wie gesagt, Tech Knight ist ein sehr schwieriger Charakter. Und unter anderem versucht er natürlich hier vehement, dass seine Geheimnisse nicht rauskommen. Er hat nun mal eben gewisse Perversion, gewisse Geheimnisse und versucht das Ganze natürlich hier vor der Öffentlichkeit in irgendeiner Form zu verbergen. Und das entspringt dann auch so ein bisschen seinem eigentlichen Plot. Es geht halt grundlegend darum, dass ein wichtiges Kind stirbt und sowohl Tech Knight beschäftigt sich damit, als auch Butcher und Yui beschäftigen sich damit. Und das Ganze führt die dann so ein bisschen zusammen. Zumindest kann ihn das halt auf die Bildfläche bringen. Bis dato ist es noch relativ schwer zu erklären, wie man jetzt versucht, diesen Charakter in irgendeiner Form zu integrieren, dadurch, dass er sich in der Serie lange zurückgehalten hat und da schon sehr, sehr krasse Ereignisse ausgebrochen sind. Und die Comics verlaufen sich ja so ein bisschen, dass es halt legitimer wird, warum halt bestimmte Aspekte erst später relevant werden. Hier bei Tech Knight ist auf jeden Fall ein Mord sozusagen ausschlaggebend dafür, dass sich sowohl Yuya und Butcher damit beschäftigen, als auch Tech Knight. Und das Ganze bringt das hier so ein bisschen zusammen. Und sein Sidekick Eladia spielt hier doch noch eine etwas größere Rolle tatsächlich. Zumindest was jetzt seine Geheimnisse angeht, scheint es sowohl in die Richtung zu gehen, dass dieser dafür mitverantwortlich ist, dass sie halt irgendwie an Yuya und Butcher geraten. Und das ist natürlich hier eine potenzielle Möglichkeit, eine Tech Knight auffliegen zu lassen. Die Schwierigkeit, die ich hier immer noch sehe, ist halt, wie man ihn versucht zu interpretieren. Wie gesagt, wir haben hier die eigentlichen Superhelden, die schon eigentlich als wirklich extrem grausame Menschen dargestellt sind und die auch sehr grausame Dinge tun. Wie versucht man hier dann einen wirklichen Superschurken zu integrieren? Wird man ihn dann auf die interpretieren und auch so vorstellen oder ihn völlig anders darstellen? Und in welcher Verbindung können halt in diesen Serienszenarien sozusagen Butcher und Yuri relevant werden? Es gibt ein paar Plotmöglichkeiten auf jeden Fall. Gehe ich immer noch davon aus, dass er vielleicht nicht ganz so krass interpretiert wird. Dennoch ist die Serie halt auch krass. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man so etwas Wichtiges halt jetzt irgendwie außen vor lässt, weil eben diese Perversion und diese sexuelle Schwäche ist halt sehr ausschlaggebend. Dadurch, dass es sich dabei um seine Geheimnisse handelt, er das versucht vor der Öffentlichkeit irgendwie zu verbergen, ist das halt mit der relevanteste Plot, der dann diesen Charakter betrifft. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass er hier in gänzlicher Form umgesetzt werden könnte. Schlussendlich will ich auch noch kurz erklären, wie Tech Knight tatsächlich in den Comics sein Ende findet. Wer das hier aus diversen Gründen nicht hören möchte, sollte das Video am besten jetzt ausschalten. Ich kann nur sagen, es wird eh nur noch perverser werden. Tatsächlich ist Tech Knights Ende folgendermaßen: Er merkt halt irgendwie, dass gerade was passiert. Er rettet noch kurz eine Mutter und ein Kind. Dann kommt ein Meteor, der gerade straight Richtung Erde unterwegs ist. Und Tech Knight fliegt halt dann zu diesem Meteor hin und macht Liebe mit diesem Meteor, bis er explodiert und diese Explosion tötet ihn dann auch schlussendlich. Ja, das ist der Charakter Tech Knight. Wie gesagt, ich glaube, dass ich das die Serien in gewisser Form auch anders interpretieren kann, weil es gibt halt genügend Möglichkeiten. Und wir haben bei Soulja Boy auch schon gesehen, wie sich der Plot halt schlagartig verändert hat. Deswegen bezweifle ich, dass hier so krasse Versionen sozusagen dargestellt werden. Und naja, wie gesagt, Tech Knight ist nochmal spezieller als alles, was wir bis dato gesehen haben. Deswegen ist es natürlich hier extrem schwierig. Ansonsten war es das auch mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es mich mal in den Kommis wissen. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Habt einen schönen Tag und macht was draus.